Hallo allerseits. Man kann in GeoGebra auch Objekte zeichnen durch die Eingabezeile. Wenn diese nicht angezeigt ist, so kann man sie einblenden durch Ansicht, Eingabezeile. Normalerweise wird sie dann hier unten angezeigt. Wer das nicht mag, kann die Position ändern unter Einstellungen, Erweitert. Dort geht man dann auf diese Seite Eigenschaften, Klick, und hier sehen wir Eingabezeile. Im Moment ist sie unten angezeigt. Wir klicken auf dieses Feld, Klick, und schon ist sie oben angezeigt. Wir schließen dieses Fenster. In der Eingabezeile kann ich zum Beispiel einen Punkt eingeben anhand seiner Koordinate. Ich gebe ein, Groß A, das ist der Punkt mit Koordinate 3,2. Enter, und da ist er auch schon, der Punkt. Wenn wir in der Eingabezeile den Kleinbuchstaben eingeben, klein a gleich Koordinate 3,2, Enter, so haben wir den Ortsvektor mit Koordinate 3,2 gezeichnet. Man kann in der Eingabezeile auch die kartesische Gleichung einer Geraden eingeben. Zum Beispiel y gleich 2x plus 1, Enter. Da ist sie auch schon, diese Gerade. Auch kann man die kartesische Gleichung von einem Kreis eingeben. X hoch 2 plus y hoch 2 gleich zum Beispiel 25. Somit haben wir den Kreis eingegeben mit Zentrum 0, 0 und Radius 5. Das hier ist ja das Quadrat vom Radius. Da ist er auch schon, dieser Kreis. Gibt man in der Eingabezeile einen Punkt B ein, durch seine Koordinate, zum Beispiel 5, aber statt Komma gibt man ein Semikolon ein, so weiß GeoGebra, dass hier die Polarkoordinate gemeint ist. Geben wir zum Beispiel jetzt als Winkel Pi Drittel ein. Für Pi kann man einfach Pi eingeben. Pi teilen wir durch 3, Enter, und wir stellen effektiv fest, dass GeoGebra den Punkt gezeichnet hat mit Polarkoordinate 5, das ist ja der Radius von diesem Kreis, und der Winkel ist Pi Drittel, 60 Grad. Okay, haut hin! Anhand der Eingabezeile werden wir hier ein offenes Intervall konstruieren, dessen Zentrum sich auf der x-Achse befindet und dessen Öffnung einstellbar sein soll durch einen Schieberegler. Stellen wir zuerst den Schieberegler her. Klick, Klick, nennen wir ihn klein r. Wir stellen das Minimum auf 0. Das Maximum zum Beispiel auf 2. Die Schrittweite wählen wir zum Beispiel 1/100. Wir bestätigen mit OK und da ist er auch schon, unser Schieberegler. Jetzt setzen wir einen Punkt auf die X-Achse. Deshalb wählen wir hier Punkt auf Objekt, klicken irgendwo auf die X-Achse und da ist er auch schon, der Punkt A. Jetzt ziehen wir diesen Punkt A und stellen voller Freude fest, der bewegt sich effektiv nur auf der x-Achse. So haben wir ihn ja konstruiert. Jetzt konstruieren wir den Punkt A1, der sich auf der x-Achse rechts von A befindet, und zwar im Abstand klein r. Das machen wir hier in dieser Eingabezeile. Wir geben ein A Index 1, das ist der Punkt A plus der Punkt mit Koordinate klein r, 0. Enter, und da ist er auch schon, unser Punkt A1. Überprüfen wir. Es funktioniert. Bewegen wir A. Es funktioniert. Jetzt konstruieren wir den Punkt A2, der sich im selben Abstand r, aber links von a auf der x-Achse befindet. Dazu
könnte man den Befehl nutzen, den wir gerade eingegeben haben, um A1 zu konstruieren. Wir klicken dazu in der Eingabezeile, dann auf der Tastatur Pfeil nach unten und hier steht der Befehl, den wir gerade eingegeben haben. Den bestätigen wir mit Enter und ändern jetzt nur hier, was eben geändert werden muss. Und zwar, dieses Plus muss jetzt in Minus verwandelt werden und diese 1 muss in 2 verwandelt werden. Wir bestätigen diesen Befehl mit Enter und da ist er auch schon, dieser Punkt A2. Überprüfen wir. Es funktioniert. Jetzt bewegen wir noch A. Es funktioniert. Schön. Konstruieren wir jetzt noch den Punkt, der sich vertikal über A1 befindet und das in einem Abstand von 1/3. Nennen wir diesen Punkt B1. Also gehen wir wieder in der Eingabezeile B1 eingeben. B, Index 1, das ist der Punkt A, Index 1, plus Koordinate 0,1/3, also 1/3. Enter. Da ist er auch schon, dieser Punkt B1. Und die weiteren Punkte werden genauso in der Eingabezeile eingegeben. So konnten wir also all diese Punkte herstellen durch die Eingabezeile. Der Abstand zwischen B1 und D1 beträgt genau 1/4. Jetzt müssen wir die Strecken zeichnen, die diese Punkte verbinden, so dass das offene Intervall dargestellt wird. Dazu scrolle ich ein wenig, so, damit das Ganze etwas größer erscheint. So, jetzt zeichnen wir die einzelnen Strecken. Und zwar von da bis da, von da bis da und von da bis da. Von da bis da, von da bis da und von da bis da. Und jetzt noch die Strecke von A2 bis hin zu A1. So. Jetzt brauchen wir all diese Beschriftungen nicht mehr. Das heißt, vom Punkt A1 bis zur letzten Strecke L. Ich tippe jetzt auf Shift und halte die Taste fest und tippe jetzt auf L. So sind all diese Objekte markiert. Darauf mache ich jetzt einen Rechtsklick und wähle hier Beschriftung anzeigen. Ich klicke drauf, klick und sofort sind alle Beschriftungen weg. Diese Punkte von diesem Intervall, die brauchen wir eigentlich jetzt nicht mehr zu sehen. Also von A1 bis zum Punkt E2 wieder mit Shift-Taste halten, mache ich und klicke. Klick, alle Objekte sind markiert, Rechtsklick drauf, Objekt anzeigen, klick und schon sind all diese Punkte weg. Wir können auch das Intervall noch etwas schöner formatieren. Dazu wählen wir jetzt wieder all diese Strecken, also Klick auf F, wir fahren zu L, drücken auf die Shift-Taste und halten sie fest, Klick, jetzt sind sie alle markiert, Rechtsklick drauf, Eigenschaften. Wir wählen zum Beispiel diese Farbe, so, in der Darstellung vielleicht noch etwas dicker, so, und schließen dieses Fenster. Da haben wir es, unser Intervall, das auf diesen Punkt zentriert ist. Der Punkt ist aber eigentlich eine Zahl. Machen wir einen Rechtsklick drauf, in den Eigenschaften, in den Grundeinstellungen geben wir in der Beschriftung klein a ein, die Zahl klein a, klicken hier zweimal auf Name, klick, klick, und so wird die Beschriftung sofort angezeigt. Der Punkt ist auch etwas dick, also in der Darstellung wählen wir ihn etwas kleiner, so ist schöner, und schließen das Fenster. Jetzt kommt's. Verändern wir R, muss die Öffnung von diesem offenen Intervall dementsprechend mitändern. Es funktioniert. Wie schön.
In dieser Eingabezeile von GeoGebra kann man auch den algebraischen Ausdruck einer Funktion eingeben. Wenn wir diese Funktion f nennen möchten, dann müssen wir überprüfen, ob der Buchstabe f nicht schon reserviert wurde. Er ist schon reserviert. Um das zu vermeiden, machen wir einen Rechtsklick auf diese Strecke und benennen sie einfach um, zum Beispiel mit dem Buchstaben m, denn der wurde hier noch nicht gebraucht. Okay, und ich stelle gerade fest, dann ist die Strecke wieder beschriftet. Das möchten wir aber nicht. Also Rechtsklick, Beschriftung anzeigen, Klick und die Beschriftung ist wieder weg. Jetzt können wir hier eine Funktion f eingeben. F von x gleich zum Beispiel x hoch 3 minus 3x² plus 1. Enter. Da ist auch schon der Graph dieser eingegebenen Funktion. Jetzt machen wir Folgendes. Ich bewege jetzt die Zahl a so, dass diese Umgebung sich schön in der Nähe vom Graphen befindet. Und jetzt positionieren wir auf diese Strecke einen Punkt. Punkt auf Objekt aktivieren. Wir klicken auf diese Strecke. Der Punkt heißt hier b. Hinterher soll das die Zahl x sein. Formatieren wir ihn sofort mit Rechtsklick, Eigenschaften, Beschriftung klein x. Hier einfach Doppelklick auf Name, klick, klick und schon steht da Beschriftung. Die Farbe ist zum Beispiel diese schöne Braun und die Darstellung, das kann ruhig etwas kleiner sein, zum Beispiel auf 3. Wir schließen das Fenster und da haben wir sie, die Zahl x. Ich möchte gerne, dass diese Zahl sich in diesem blauen Intervall bewegt und nicht darüber hinaus. Überprüfen wir. Das funktioniert. Das ist normal. Wir haben diesen Punkt ja auf diese blaue Strecke gesetzt. Jetzt konstruieren wir noch den Punkt, der als Abszisse diese Zahl x hat und als Ordinate das f von x. Nennen wir diesen Punkt mal p. Ich gebe das in der Eingabezeile ein. Der Punkt P ist, Klammer auf, die Abszisse von diesem Punkt P, das soll diese Zahl x sein, also die Abszisse von diesem Punkt B. Das ist dieser Punkt B. Deshalb geben wir da ein, x vom Punkt B, Klammer zu, somit ist die Abszisse vom Punkt x von B. Jetzt Komma und die Ordinate soll das Bild von dieser Zahl x, also von x von b, durch die Funktion sein. Wir geben ein f von x von b. Enter und da ist er, dieser Punkt p. Jetzt formatieren wir ihn noch korrekt durch Rechtsklick, Eigenschaften, Farbe. Man kann das Grün vom Graphen wählen. Die Darstellung wieder etwas kleiner. Er heißt B, somit ist der Punkt richtig formatiert. Jetzt verbinden wir noch diesen braunen Punkt mit diesem grünen Punkt durch eine gestrichelte Strecke. Dazu wählen wir den Befehl Strecke, Klick. Wir klicken auf den braunen Punkt namens X, jetzt auf diesen grünen Punkt namens B. Da ist sie auch schon, die Strecke. Jetzt machen wir einen Rechtsklick drauf, so, und wählen in Eigenschaften zum Beispiel dieselbe Farbe wie diese Zahl x. In den Grundeinstellungen schalten wir die Beschriftung aus und in der Darstellung wählen wir die gestrichelte Linienart. Wir bestätigen das Ganze, indem wir das Fenster schließen und somit haben wir unsere Konstruktion, wie wir es wünschten. Jetzt schauen wir, ob es schön funktioniert. Ich bewege hier die Zahl x und wir können schön erkennen, wie der Punkt P sich dementsprechend mitverändert. Wir verschieben die Zahl a, das Ganze funktioniert und hier können wir noch die Öffnung von dieser blauen Umgebung von a einstellen. Was wir konstruieren wollten, hat schön funktioniert.
Als Aufgabe schlage ich vor, diese Präsentation vorzubereiten. Wir sehen hier die grafische Darstellung von dieser Funktion, aber Vorsicht, die Zahl 1 hat kein Bild. Also muss hier solch ein roter, leerer Punkt konstruiert werden. Wir sehen auch in der Animation, dass wir durch diesen Schieberegler die Öffnung von dieser Umgebung von 2 einstellen können. Und wir erkennen auch, dass die Öffnung von dieser blauen Umgebung von 1 dementsprechend mit variiert. Das Ganze dient natürlich dazu, den Begriff von Grenzwert zu erklären. Wenn die Zahl x gegen die Zahl 1 strebt, dann können wir durch diese Animation feststellen, dass f von x sich immer mehr der Zahl 2 nähert. Das Ganze muss natürlich auch von links funktionieren und so kann man schön bildlich durch solch eine Animation den allgemeinen Begriff des Grenzwertes erklären, Limes von f von x, wenn x gegen diese Zahl a strebt, das ist diese Zahl b.